Ja, viel reden müssen wir eigentlich nicht. Die Zeichnungen sind schon gesetzt. Jetzt muss der Markt dem nur noch folgen. Aber naja, ein bisschen zu kurz gesprochen. Vielleicht sagen wir doch noch mal ein, zwei Wörter dazu. Beim DAX sehen wir nach wie vor eben diese starke Aufwärtsbewegung. Allerdings sind wir noch nicht weit genug gediehen, um wirklich sicher sagen zu können, dass es nach oben geht. Also, dass es schon ein stabiler Kurs ist. Denn noch solange wir in dieser Box ist, das ist ungefähr für die, die das jetzt nicht so gut erkennen können. Ach Gott, jetzt habe ich es angefangen. So was, die blaue Kiste wollte ich verschieben. Seht ihr die 100er-Marke hier? Das wäre gleiche Länge, diese Länge. Alles noch safe für auch sofort nach unten. Gut, die sehen wir, die haben wir ja schon hinter uns gelassen. Ihr seht sicherlich auch die 161,8er-Marke. Auch die ist nicht so untypisch. Es geht nicht um das Genaue. Bitte niemals charttechnisch so auffassen, ha, da liegt die Marke, bei wie viel Cent ist das? Dann muss der Markt da drehen. Das ist natürlich grober Unfug. Aber das ist ein typischer Bereich, wo entschieden wird, ob das Ganze nur eine ABC-Korrektur ist und anschließend sozusagen diese Abwärtsbewegung, also dieses Teilstück, sich nochmal wiederholt. Oder ob der Markt sagt, nee, Pustekuchen, es geht einfach weiter nach oben. Und wir verlassen diesen Bereich. Je mehr wir diesen Bereich verlassen nach oben, desto weniger wahrscheinlich wird dieser Bereich jetzt hier oder die Chance, dass der Kurs nach unten geht. Also hier wird im Moment entschieden. Noch ist es nicht entschieden. Man kann noch nicht sicher sagen, beim DAX zumindest mal, ob uns das nicht doch noch den Rücksetzer nach unten beschert. Ich habe es jetzt eben schon so halbwegs betont, beim DAX jedenfalls. Wir werden gleich mal auf die Amerikaner gucken. Hier vielleicht so ein ganz kurzer Blick nochmal auf den kurzfristigen Chart. Wenn jetzt hier tatsächlich irgendwie was Wackeliges wiederkommt, also ein bisschen korrektiv runter, so ähnlich wie hier dieses A, B, C hatten wir hier vorne. Das kann hier hinten auch ein bisschen anders aussehen. Es kann auch so irgendwie sein, aber eben so ein Pausezeichen hier. Ein bisschen abwarten hier, das Wandern nach rechts mehrheitlich und nicht wirklich Kursverluste. Wenn es dann anschließend nochmal nach oben geht, also so einfach nochmal so ein kleines Stückchen nach oben weiter, dann haben wir eine sehr realistische Chance, dass der Kurs eben das, was wir hier von unten gestartet haben, ich zeige es gerade nochmal, ach komm, machen wir es ein bisschen breiter, von hier bis zu dem Hochpunkt, den wissen wir noch nicht, das ist jetzt mal eine grobe Annahme, dann hätten wir hier dieses Fibo-Retracement-Level. Und damit ein klassisches Rücksetzerniveau, wenn der Kurs dort ABC, also wackelig reinläuft eben, dann wäre das nahezu perfekt als Korrektur geeignet, um anschließend uns weiter nach oben zu bringen. Also der DAX hat nicht die schlechtesten Voraussetzungen für mehr. Nur wenn er jetzt wirklich bald dreht, aber wirklich bald dreht und dann zügig läuft nach unten. Der erste wichtige Hinweis wäre der Bruch dieser Hochmarke hier, das ist ungefähr 15.500. Das nächste wäre die Bruchmarke hier ungefähr bei 15.100 irgendwas hier. Niedriger 100. Also das sind, wenn die durchstoßen werden, dann ist es ziemlich wahrscheinlich, dass der Markt das, was wir hier vorne haben, nochmal wiederholt und wir dann tatsächlich die grüne Linie so ganz grob zumindest nochmal anpingen. Das muss nicht exakt sein, aber dann würde ich mich nicht wundern, wenn es dann nochmal deutlich weitergeht. Also nicht nur so ein bisschen, klar, das ist immer einfach gesprochen, ja, wenn es runtergeht, geht es runter. Ja, nee, die Aussage ist, dass dann eigentlich das, was hier ist, ungefähr nochmal kommt und damit hat man so in etwa eine Größenordnung von 14.500. Und dann sind wir ungefähr hier, 14.500. Das würde also durchaus noch passen. Aber solange der Kurs da oberhalb bleibt, steht nicht nur nicht dieser Bruch an, sondern auch dann tatsächlich nicht das Erreichen dieser Marke hier. So, ich habe es eben angedeutet, der DAX ist das eine. Was ist mit den Amerikanern? Die stehen sogar noch besser da aktuell. Aus meiner Sicht zumindest mal gibt es da eine ganz gute Chance, dass da noch mehr Platz nach oben ist. Denn der Dow Jones ist ungefähr ähnlich unterwegs wie der DAX, nur dass wir hier sehen, dass dieser mittlere Bereich, dieser hier, noch deutlich länger ist. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das dann eben noch zu einer Korrektur gehört, ist nicht so groß. Also die Wahrscheinlichkeit für dieses Bild ist leider nicht null. Entschuldigung, für dieses Bild und dann so runter ist leider nicht null. Das wäre jetzt zu schön. Aber sie ist verhältnismäßig gering im Verhältnis dazu, dass insbesondere, wenn wir jetzt irgendwie eine kleine Pause nochmal bekommen, so ähnlich wie das, was wir hier haben, ungefähr so ein Ausmaß, dass es dann eben nochmal weiter nach oben geht und dann sind wir wieder in unserer klassischen fünfwelligen Struktur, die dann ja ebenfalls wieder suggeriert, klasse, nach dem Rücksetzer geht es dann weiter und ihr seht hier im Groben, ich habe da mal ganz frech was hingemalt,
Bitte jetzt noch nicht ganz ernst nehmen hier. Das ist nicht gesagt, dass die exakt gleich sind hier. Aber es ist so ein bisschen eine Orientierung. Hey, dann ist es ja gar nicht so unrealistisch, dass wir vielleicht da noch hinlaufen. Vielleicht ein bisschen flacher, als ich es hier eingezeichnet habe. Ich habe das hier jetzt so ein bisschen daran, an diesem Ding hier orientiert. Aber zumindest haben wir dann so eine grobe Idee, wohin uns das Ganze noch führen kann. Auch der S&P macht einen guten Eindruck. Der war ja sowieso in der Aufwärtsrichtung fünfwellig, in der Abwärtsrichtung korrektiv. Er müsste nach dieser Korrektur, er hat ja hier schon gebrochen, da haben wir schon drüber gesprochen, auch den da hier, müsste der impulsiv laufen. Jawohl, den Teil scheint er im Moment zu erfüllen. Das ist eine impulsive Bewegung nach oben. Safe. Dann die nächste Korrektur im Kleinen würde im Prinzip das gleiche sein wie das hier. Also, das hier im Großen ist im Prinzip das gleiche wie das im Kleinen. Die Quintessenz ist nahezu die gleiche, nämlich dass wir eher erwarten sollten, dass der Kurs weiter nach oben geht. Also Jahresendrallye scheint sich mehr und mehr damit zu bestätigen. Der Markt ist ja ziemlich tapfer unterwegs. Umso leichter die Argumentation beim Nasdaq. Da sehen wir, das grobe Bild ist das gleiche wie beim S&P, nur dass es hier nicht wackelig runterging, sondern ABC. Das ist ebenfalls ein ganz klassisches Korrekturmuster. Also ihr seht das hier, A, B, C, ich leg das nochmal drüber, dann hat man das so ein bisschen im Auge. Und das hier, das Zwischenhoch vom 30. November, wäre ein entsprechender Trigger hier für die Long-Seite. Wenn ihr noch ein bisschen kleiner gucken wollt, ich mag das immer ganz gerne, dann guckt euch diesen Anstieg an, den wir hier haben. Dann gucken wir, dass wir hier vielleicht noch das Wackelige bekommen. Entweder wackelig hin und her oder auch hier A, B, C. Dann kann man hier vielleicht sogar auf der kleineren Ebene nochmal reingehen. Ihr seht also, das sind alles Standardprozedere. Der Markt hat sich offensichtlich ja auch an dieses hier gehalten. Das, was ich hier argumentiert habe, das ist die gleiche Argumentation, die ich beim DAX beispielsweise für diesen Rücksetzer dann argumentiere. Es ist also übertragbar auf die verschiedenen Märkte, auf die verschiedenen Zeitebenen und letztlich auch auf die verschiedenen Richtungen. Denn dieses Prinzip könnt ihr auch auf der Short-Seite anwenden, wenn auch vielleicht noch in diesem Moment nicht erkennbar auf diesem Markt. Deshalb, da scheint die Long-Seite jetzt sich eher erstmal zu etablieren. So, in diesem Sinne euch jetzt erstmal alles Gute, liebe Grüße, toi 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 für eure Handelsentscheidung. Bis zum nächsten Beitrag.